Ladies and Gentlemen, let's get ready for Euro Truck Simulator 2! Und damit herzlich willkommen zu Folge 13 meines Let's Plays des Euro Truck Simulator. In unserem, naja, nicht ganz so schicken Volvo, aber dafür mit einer schicken Fracht hinten drauf. Ein Panzer. Ich würde sagen, wir fahren auch direkt los. Ist jetzt schon wieder eine Woche her, dass ich das Spiel gespielt habe, aber leck mich am Arsch, die Fracht ist ja immer noch mega schwer. Bin echt mal gespannt, jetzt mal kurz die Perimeter wieder abchecken. Luxemburg nach Sandvik. Ja, ich glaube, das ist in Belgien. Bin jetzt gar nicht mal sicher. Wir haben noch 10 Stunden Zeit und wir haben noch 5 Stunden vor uns zu fahren. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, ihr wollt, dass ich wieder einen eigenen LKW habe. Quasi meinen Fahrpark voll mache und danach dann anfange wieder auf neue Garagen zu gehen. Ja, klingt ganz vernünftig. Ich glaube, das machen wir auch so. Der bremst ja gar nicht mit dem Panzer hinten dran. Ich muss sagen, ich bin gerade ganz froh, dass es Nacht ist. Da ist es nicht so viel Verkehr unterwegs. Und es wird auch noch Nacht sein, bis wir unsere Fracht dem Panzer hinten drauf abgeliefert haben. Boah, der kommt ja gar nicht aus den Pötten, hey. Seht ihr, wie langsam nur die km/h hochgehen? Der Panzer ist einfach zu schwer für unseren geschissenen LKW hier. Ich glaube, den Volvo, so wie man jetzt gerade fahren, könnten wir uns theoretisch auch kaufen. Ich stand doch auf der Bremse. Also Notiz an mich, ich muss viel, viel früher bremsen. Gott sei Dank, da gab es gerade keine Strafe, aber... Nee, das ist nicht gut. Also sowas wie Notbremsung und Vollbremsung ist wohl mit dem fetten Ding hinten dran gehalten, also einfach. Kriegt man das hin. Ich hoffe jetzt einfach, wir können davon profitieren, dass es kein Verkehr ist und wir nicht bremsen müssen. Wenn ich das auch so handhaben, wenn es enger wird, dass ich dann eher auch mal nur mit 50 dahin brödel. Ah, hoppala, hoppala, hoppala. Bin ich hängen geblieben? Ja, das sieht schon nice aus. Können wir kurz Schaden? Nein, keinen Schaden bekommen. Wir brauchen auch mehr wie eine Fahrbahn. Dann fahre ich jetzt einfach mal ganz ignorant in der Mitte. Kenne ich jetzt gar nichts. Und unsere Lucy hat 2787 Tacken gemacht. Yay! Ich muss aber auch tatsächlich sagen, bevor ich jetzt großartigen Kredit aufnehme, um mir einen eigenen LKW zu kaufen, will ich erstmal noch ein bisschen Geld verdienen. Weil dann können wir uns den neuen LKW mit einer dementsprechenden Fahrerstufe gleich kaufen, da ist nämlich deutlich mehr drin. Besserer Motor, höhere Leistung. Und wir müssen nicht wieder einen Kredit aufnehmen, weil wir haben noch den ganz großen, den 500.000 haben wir noch, oder 400.000 haben wir noch am Laufen. Und den möchte ich eigentlich auch tatsächlich erst abzahlen. Da können wir ja später dann auch mal reinschauen, wie viel wir da jetzt gezahlt haben, was nur fehlt. Das wäre mir eigentlich ganz recht. So, brems, brems. Sonst die Scheiße, brems! Ja, also mit Bremsen hier geht dann mal so richtig gar nichts, genauso wie mit Anfahren. Schnell von der Stelle kommen ist ja absolut nicht unser Ding mit dem Panzer hinten dran, der schiebt. So, diesmal weit ausholen. Ich will ja nirgends hängen bleiben, wir wollen uns die Fracht ja nicht kaputt machen. Jawohl, ja. Eigentlich bricht ich jetzt wieder so eine gelbe Rundumleuchte. Einfach, ich fahre in der Mitte der Straße und habe einen fetten Panzer hinten drauf. Zweck Schwertransport, aber gut. Kommt noch. Und vielleicht holen wir uns dann tatsächlich auch mal einen LKW mit der Schwertransportlackierung.
Aber auf der anderen Seite der Harley Quinn Skin sieht schon auch geil aus. Ich werde auch mal schauen, ich werde mir bestimmt noch den ein oder anderen Skin noch runterladen als Mod. Einfach weil wir es können. Einfach weil ich da Bock drauf habe. Doch irgendwie ein bisschen spannender wie die Standard-Skins. Ich meine, ich könnte mir natürlich jetzt auch noch so ein Skin-Paket kaufen. Gibt's als DLC. Ich habe aber nicht vor, für was Geld auszugeben, was ich von der Community auch so bekommen kann, ohne Geld zu zahlen. Das finde ich irgendwie ein bisschen... Ändert ja nichts im Gameplay. Brems. Oh, Gott sei Dank. Diesmal hat's geklappt. Eine rote Ampel in der Folge reicht. Ich bin also Gott froh, dass wir keine Strafe bekommen haben. Weil die Strafen hier in dem Spiel, ich weiß nicht, ob die realistisch sind. Aber ich finde einfach, die hauen extrem rein. Die hauen absolut rein und das muss echt nicht sein. Zieh halt. Los! Stehen unter Zeitdruck. Stehen wir unter Zeitdruck? Ja gut, wir haben nur 8 Stunden Zeit und 4 Stunden fahren wir theoretisch nur, aber los! Oh, unsere Stella, 4481. Jetzt schafft sie ja doch mal was. Und dann nicht mal schlecht. Ich glaube, unsere Stella haben wir ja auf Fernfahrten getrimmt. Aber schauen wir jetzt später einfach mal rein, was die so treiben und was die so verdienen. Das sollte kein Problem sein. Das kriegen wir hin. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte sogar gerne noch 2 neue Mitarbeiter dazu noch. Ich habe schon das Gefühl, dass die recht gut Kohle ranschaffen. Egal was wir treiben und wenn wir jetzt nur in der Gegend rumcruisen würden. Obwohl ich auf jeden Fall vorhabe, irgendwann mal eine Folge zu machen, wo wir mal durch Frankreich cruisen und mal alle Städte besichtigen, weil zum einen gibt es einen Erfolg und zum anderen würde ich da einfach mal ganz so just for fun ohne Anhänger mal mit einem gut motorisierten LKW einfach mal rumheizen. Aber das hat noch Zeit, ich meine, die LKWs, die wir uns jetzt leisten können, die sind, naja. Will jetzt nicht sagen, die sind scheiße, aber... Es ist halt nichts Besonderes. Und schon einen so richtig auf Leistung getrimmten, der dann auch mal heizen kann. Eine Folge, in der wir die Strafen vielleicht auch einfach mal abschalten und einfach mal rumheizen. Und so langsam geht die Sonne auf. Es ist 5 Uhr morgens. Ich hätte die Ampel im Leben nicht verbremst, wie ihr es seht. Mit dem Anhänger muss ich echt weit ausholen. Der hat echt Überlänge. Und wie es aussieht, werden wir jetzt doch noch auf die Autobahn fahren. Oder werde ich es genauso handhaben? Da brauche ich dann... Oh. Ah, Entschuldigung. Tut mir leid. Gibst du mir mein Geld wieder, wenn ich mich lieb entschuldige? Boah, ich komme den Berg ja gar nicht hoch. Fuck. Nee, irgendwie? Irgendwie komme ich hier nicht hoch. Eieiei. Mit 10 bis 20 km/h den Berg hoch ist kein Spaß, Leute, das sage ich euch. So ein Scheißdreck. Ich hoffe, das wird es auf der Autobahn angenehmer. Aber dann können wir jetzt ja langsam mal das Fernlicht ausschalten. Und ich muss es erstmal ganz weit ausholen, weil sonst schaffe ich die Kurve nicht. Ja, und selbst jetzt durch das weite Ausholen schaffe ich die Kurve nicht. Der Anhänger kommt trotzdem in Rasen. Oh Mann. Das kann ja mal was werden. Es kommt nicht auf die Autobahn hoch.
11 km/h. Boah, unser LKW ist einfach dermaßen untermotorisiert für die Leistung. Was er eigentlich haben sollte, damit wir den scheiß Hügel hochkommen mit der schweren Fracht hinten dran, aber gut. So. Ich würde mal sagen, wir bleiben jetzt hier auch wieder so mehr oder weniger auf zwei Spuren. Einfach weil wir die Überbreite haben, damit wir nicht nochmal einen Unfall provozieren. Also ich muss sagen, die Landstraßen sind hier echt eng mit so einem fetten Gefährt. Wie sieht es eigentlich aus mit unserer Pause? Die müssen wir machen, wenn der Auftrag abgeben ist, oder? Nächste Pause in 7 Stunden und in 6 Stunden noch was muss da sein, okay. Oh, unsere Lucy fährt scheinbar gerade ziemliche Kurzfahrten. 1000 noch was. Weil ich jetzt leicht abgelenkt habe, ich nicht geschaut. Tut mir leid, Leute. Aber wir sehen ja später das Fahrtenbuch. Aber das finde ich echt Hammer. Die eine schafft richtig teure Aufträge an Land und die andere zack, 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 kurz und knackig. Ich bin am Überlegen, ob wir die Lucy vorerst auch ein bisschen auf, naja, auf Fernfahrten umstellen sollen, weil die einfach tendenziell ein bisschen mehr Schotter geben. Boah, und seht ihr, was ich sehe? Voll die schöne Brücke. Sieht gut aus. Sehr geil. Na gut, schauen wir wieder, wo wir hinfahren, bevor wir einen Unfall provozieren. Ja, es sind noch 161 Kilometer zu fahren. Hier, der Verkehr wird dichter. Na gut, dann fahre ich doch wieder auf meiner Spur. Schaue, dass ich vielleicht mal vorbeikomme. Ich weiß, warum die ja alle langsamer werden. Reißverschluss, das ist wie in echt. Das funktioniert nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn man selber, ich kenne es von mir, ich bin recht viel auf der Autobahn unterwegs gewesen früher. Wenn es irgendwo so ein Reißverschlussverfahren gibt, dann soll man das doch bitte gerade bei dichtem Verkehr so handhaben, dass einer fährt, einer reinkommt, einer fährt, einer reinkommt. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem. Aber die Leute sind egoistisch und bedenken nur an ihren eigenen Vorteil. Und dann fahren eben 5 durch, lassen ganz viele Leute einfach gar nicht rein. Und dann sieht es eben aus, wie es halt meistens auf der Autobahn aussieht. Mal kurz schauen. Jetzt erst. Belegen wir wieder beide Spuren. Stau und Verkehr nochmal. Da sieht es eben aus, wie es aussieht. Schlecht. Es kommt keiner mehr raus. Es staut sich und dann staut sich es auch massiv zurück. Und im Endeffekt brauchen dann alle Länge. Bloß weil ein paar Leute auf ihren Vorteil bedacht sind. Dadurch entstehen ein Großteil der Staus. Gerade am Feierabendverkehr. Ja, es sind viele Autos auf der Straße, aber die könnten deutlich besser durch die Straße durchkommen. Achtet vielleicht auch selber, wenn ihr Auto fahrt, drauf. Gerade wenn ihr an so einem Reißverschlusspunkt seid. Lasst doch einen rein, bevor ihr weiterfahrt. Und damit meine ich einen, nicht alle. Es ist vollkommen legitim, dass man nur einen reinlässt. Aber den sollte man halt reinlassen. Oh, es scheint... ist der nächste Teil der Strecke wieder ein bisschen landstraßiger. Die Kurve habe ich jetzt nicht bekommen, tut mir leid. Boah, bitte lass mich an dem scheiß Auto mit dem Anhänger vorbei. Oh, das ist eng, 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 eng. Oh, fuck. Ja, und hier staut sich's. Leute, was ist da los?
Hallo, ich habe einen Auftrag abzugeben. Na, Heiland, unser erster Stau in dem Spiel. Badam, 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 bau, Stau! Servus, du mit deiner hübschen Turbine. Und ich habe wieder massive Anfahrschwierigkeiten mit dem fetten Gerät hinten dran, mit dem fetten Rohr. Und wenn der vor uns nicht aufpasst, dann fahren wir jetzt mit unserem fetten Rohr hinten in seinen Auspuff. Ja, tut mir leid, den Witz bringe ich jetzt schon zum zweiten Mal. Furchtbar. Warum sage ich zum zweiten Mal? Schaut euch doch mein Let's Play von Need for Speed Undercover an. Ja, ich weiß, Eigenwerbung. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut doch einfach mal vorbei. Muss sagen, das Spiel gefällt mir richtig, richtig gut. Und schreibt mir doch gerade in diesem Format. Hier im Euro Truck Simulator 2. Schreibt mir doch mal Ideen für eure nächsten Let's Plays, die ihr von mir sehen wollt, rein. Da werde ich mit euch hier auch in diesem Format direkt in der Folge diskutieren. Weiß? Heißt es, da kommt was? Nee, okay. Und dann können wir hier alle Spiele, die ihr wollt, diskutieren, schauen, ob ich die hab, schauen, ob ich mir die vielleicht zulegen kann. Alles gar kein Problem. Und wieder komme ich den Scheißbot nicht hoch. Dafür runter wahrscheinlich umso schneller. Ich habe mir auch vor ein paar Tagen, das müsste jetzt dann entweder heute oder die nächsten Tage ankommen, also frühestens heute, wenn ihr die Folge seht, habe ich mir ein Spiel bestellt, nämlich Test Drive Unlimited. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt oder nicht. Ich persönlich hatte irgendwie Bock auf das Spiel. Und auch wenn man sich's bei Amazon oder so kauft. Also mich hat das jetzt sage und schreibe für das Spiel, gut, die Versandkosten von 3 Euro kamen dazu, aber das Spiel selber hat mich sage und schreibe 90 Cent gekostet. Das mag ich an alten, gebrauchten Spielen. Die sind nicht mehr teuer. Man kann sie sich leisten und die Spiele sind echt gut. Also ich meine, klar, bei einem 10 Jahre alten Spiel darf man keine Grafikhure sein. Ja, ich find's auch cool, wenn ein Spiel mir mit schicker HD-Grafik entgegenglotzt, aber ich meine, schaut euch den Euro Truck Simulator an. Ja, die Grafik ist nicht schlecht, aber das Gelbe vom Ei ist in meiner Meinung nach auch nicht. Und trotzdem macht das Spiel Laune. Grafik ist nicht alles. Und auch der Vorgänger, Euro Truck Simulator. Der war gut, er ist auch schon alt, ja. Aber er hat Spaß gemacht. Er hat mir echt Spaß gemacht. Und ich habe ihn lange gespielt. Zwar nicht die Steam-Version, ich habe ihn auf Steam auch. Da habe ich ihn, glaube ich, noch gar nicht... Ich habe ihn nicht mal runtergeladen. Weil ich mir da Euro Truck Simulator und alles im Bundle gekauft habe. Da war dann doch Scania Truck Driving mit dabei und Trucks and Trailers und irgendwas war nur dabei. Da ging es mir eigentlich nur um Euro Truck Simulator und das Bundle war im Endeffekt im Sale genauso teuer wie der Euro Truck Simulator normal. Da dachte ich mir so, ja gut, dann nimmst du ja gleich das Bundle, selbst wenn es nicht benutzt. Schadet ja nicht. Und vor allem mittlerweile kann man ja echt viel auch bei älteren Spielen nochmal rauskitzeln. So, Stichwort Reshade, Grafik-Enhancer. Also ich finde auch, damit kann man auch ein bisschen ältere Spiele echt gut aussehen lassen noch. Allein mit der Kantenklettung. Aber schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Habt ihr Bock auf Euro Truck Simulator? Könnt ihr euch das vorstellen, dass ich das wieder öfter mache oder ist einmal die Woche gut? Also ich persönlich fand es zwar echt ganz angenehm, aber ich richte mich da nach euch. Obwohl ich auch viel Need for Speed spielen will, aber wie gesagt, ihr entscheidet, wenn ihr sagt, ihr wollt lieber Euro Truck Simulator öfter haben, dann könnt ihr auch den öfter haben. Und habt ihr Bock auf meine Idee mit Test Drive Unlimited? Ich meine, wenn ihr keinen Bock habt, dann spiele ich es halt für mich selber.
weil ich hab Bock drauf. Aber schreibst du einfach mal rein, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und ein kleiner Spoiler, es gibt auch Motorräder. Ich glaube zwar nur 3 oder 4 Stück, aber warum nicht? Autorennspiel mit Motorrädern. Gibt's allgemein nicht so viele davon. Ich muss tatsächlich sagen, ich stehe in letzter Zeit einfach auf Autospiele, wo man einfach ein bisschen rumcruisen kann oder auch Rennen fährt. Project Chaos, geiles Spiel. Klar, es hat seine Fehler, aber ich muss sagen, es macht mir tatsächlich immer noch Spaß. Oder auch auf der Xbox 360 Project Gotham Racing, der 4. Teil, PGR 4. Geiles Spiel, geile Boliden, coole Strecken. Entschuldigung, das sind die Pollen, ich bin auch total verschnupft gerade wieder. Habe ich halt die Arschkarte gezogen, sage ich mal. Nee, geile Karren, geile Strecken und vor allem, was mir richtig am meisten Spaß gemacht hat, geile Motorräder. Das Spiel hat nämlich Motorräder, wo man dann mit Autos gegen Motorräder antreten kann und so. Macht enorm Laune. Ist schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe, aber es war jeden Cent wert. Ah, wieder ein bisschen angeeckt. Die Straßen sind einfach zu eng. Was wollen die hier in diesem scheiß kleinen Kaff mit so einem fetten Panzer? Leute, ich verstehe es nicht. Wie kann man sich nur so einen fetten Panzer in so ein kleines Kaff bestellen? Ich meine, schaut mal. Ich nehme die ganze Straße ein mit dem Scheißteil hinten drauf. Aber zum Glück sind wir jetzt gleich am Bestimmungsort. Aber das könnte jetzt doch... Willkommen in Luxemburg. Das könnte es noch interessant werden mit dem Einparken. Brems, 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 brems! Gottes Willen, das war jetzt doch gerade noch so. Aber der Vorteil an den fetten Kreuzungen ist, ich kann und ich muss auch weit ausholen. Da kommen wir wenigstens rum. Die Ampel ist wieder rot. Oh, ich hasse rote Ampeln, wenn ich so scheiße langsam anfahren kann. Bis ich über die Ampel drüber bin, ist wieder rot. Da regen sich alle hinter mir auf, da wette ich. Ah! Oh, das war jetzt eng. So, wir müssen hier rüber. Oh ja, das war auch verdammt eng. Sag mir bitte, dass wir hier wenigstens Platz haben. Oh, wir kriegen sogar... Wir sind in der Raffinerie. Was wollen die mit einem Panzer? Naja, die Ölscheichs bekriegen, um billiger Sprit zu bekommen. Ich muss sagen, ich hatte echt ein Scheißgefühl, mit dem fetten Panzer einzuparken. Aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Oh. Ja, der kam seitlich, das habe ich gesehen, aber da konnte ich jetzt nicht viel machen. Hoppala, da. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, mein Spiel hat sich gerade kurz minimiert. Ich weiß auch nicht, das hat mein PC in letzter Zeit öfters. Immer wenn ich aufnehme, dass sich das Spiel minimiert. Yeah. Okay, liefern wir mal ab. Zufriedenstellend. Ja, gut, der Unfall, ja. Ach, verdammt. Na gut. Gibt trotzdem nur 5000 Tacken, sind zwar knapp 1000 weniger wie erwartet. Ne, 800 weniger, aber... Ja, ist okay. Speichern wir kurz ab. Und gehen wir mal in den Firmenmanager.
Ja, die Stella, die hat zwar vorher 4000 Tacken verdient, aber ja, nur 640 Durchschnitt am Tag. Okay, schauen wir mal, Fahrtenbuch. Spanplatten für, ja, doch. Und unsere Lucy, was hat die jetzt so gefahren? Raupenbagger, Spanplatten, ein dicker 1000, war das ein Panzer oder war das ein auch so ein Raupenbagger oder sowas? Autos hat sie schon gefahren? Das klingt euch gar nicht so falsch, aber ich will jetzt auch mal, dass die Kollegin hier mal tendenziell auf Funfahrten geht. Vor allem, weil sie eben diesen Spritding hat. Einfach, dass die... Wo sind denn Funfahrten? Hier, dass sie die Funfahrten einfach ein bisschen hochlevelt und einfach mal ein bisschen mehr fährt. Zumindest schreckentechnisch, weil es halt doch sich irgendwo rentiert. So. Und dann schauen wir noch bei der Bank vorbei. Ja, unser Kredit, der läuft noch eine Weile. 5.788 Tacken am Tag. Verbleiben 382.000, also fast 383.000. Und wir haben erst 3 Raten zurückgezahlt, aber... Ja, ich würde mal sagen, heute haben wir für die Rate gearbeitet und alles, was jetzt heute noch dazu kommt, geht auf unsere Kappe. Suchen wir uns doch erstmal noch einen neuen Auftrag. High Voltage Transformer. Fast dieselben Ding. Schwermetall. Also den Transformer habe ich ja noch nie selber gefahren, aber... Wir haben ihn zumindest auf der Straße schon fahren sehen. Mich würde interessieren, wie man Schwermetall transportiert. Wie das aussieht, ob das dann hinten so Metallplatten sind oder... Aber jetzt mal nur kurz schauen. Ich meine, die oberen sind da alle noch... Sandwichpanelen, Gabelstapler, Fertigboden, Beton, Radlader... Gabelstapler, Tomaten, Druckbehälter, ein dicker 1000, Radlader, Sägespäne, Erz, Kaminsysteme. Nein, ich würde sagen, wir fahren hier. Ja, das ist sowieso zerbrechliche Fracht, da wäre jetzt eh vorsichtig, fahr mal lieber Gefahrgut. Hau mal rein, 25 Tonnen Schwermetall. Yay! Yeah! Von Duisburg nach Hannover. Schau mal, mein Cockpit umschalten. Hier Reichweite noch von 1310 Kilometer. Schauen wir doch mal. Ah, das ist doch nur so ein Gefahrgutbehälter. Ja, das wusste ich natürlich. Boah, und ich muss sagen, der Volvo ist echt hässlich. Der ist richtig, richtig hässlich. Also ich meine auch von außen irgendwie. Ich meine, schaut euch den an. Das sieht aus, als wäre ich voll gegen die Wand gefahren. Der ist irgendwie zusammengestaucht. Oh Mann. Und irgendwie auch schön, mal wieder keinen Panzer zu fahren. Da zieht der LKW wenigstens wieder ein bisschen. Hat er gefühlt zumindest wieder ein bisschen mehr Beschleunigung. Das ist schon viel angenehmer. Und wieder ist eine Ampel rot. Was soll denn die Scheiße? Ich bin froh über jede Landstraße und über jede Autobahn, die ich fahre. Das sind nicht annähernd so viele Ampeln wie hier in der Stadt. Vor uns der Kollege, der transportiert wahrscheinlich irgendwie Benzin oder sowas. Auf jeden Fall auch Gefahrgutkennzeichnung. Gar nicht so schlecht. Irgendwann haben wir auch mal die Autos. Ich will jetzt halt auch einfach mal Geld dran schaffen und werde das jetzt mal schauen. Also wenn es dann gerade irgendwas richtig Interessantes gibt, wo ich richtig Bock drauf habe, werde ich halt immer irgendwie von den ersten zwei Seiten nehmen, dass sich auch geldtechnisch einfach irgendwo rentiert. Muss ja.
Und da vorne ist eine Tankstelle und da werden wir auch tanken und rausfahren. Die Folge geht jetzt auch schon wieder knapp 30 Minuten. Ich würde sagen, das ist eine gute Folgenlänge. Wir tanken jetzt so kurz auf und dann beenden wir die Folge auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge vom Eurotruck Simulator. Wie gesagt, schreibt mal Let's Play-Vorschläge oder auch meine Idee mit Test Drive Unlimited. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Gebt mir ein Like für diese geile Folge mit dem Panzer, die leider nicht so gut lief wie gedacht. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's nicht gut, macht's besser. Haut rein, ich bin raus. Ciao.